Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Forest. Wie versprochen, hatte Hansi ja einen Plan gehabt. Echt Woche, das ist schön. Ich habe gesagt, wir machen in der Schlucht eine Treibjagd. Die bietet sich an. Wir bauen hier vorne große Fallen hin und treiben alles, was sich bewegt, keucht und einen Schatten wirft, hier durch. Als ob wir das kontrollieren könnten. Soll ich das halten oder du? Mach du. Ich hab. Hast du wieder voll oder was? Nee. Nö. Ich habe jetzt, also ich habe jetzt drei Fälle habe ich jetzt an. Ja, drei, vier, irgendwie sowas. Also wir laufen erstmal hier lang. Was macht eigentlich die Map? Also Fakt ist, hier kannst du mega geil jagen. Ja, und die Map zeichnet aber irgendwie überhaupt nicht auf bei mir. Komm mal kurz her, komm mal kurz her. Hier bin ich. Riech mal. Hier. Du hast einfach nur dicke Finger. Achso, da war schon wieder Eichhörnchen kaputt. Ja. Das sah aus wie ein extrem dicker Finger. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt oder ob mir das Angst macht, dass es hier so ruhig ist. Ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich. Nicht wirklich das Verlangen hier groß zu rennen. Das ist irgendwie komisch. Ich esse erstmal ein Fleisch. Nee, ich mal will sich so den Puffer aufheben, um wegzurennen. Ich hab gerugelt. Ja, war gerade Host not responding. Das ist halt dieses Ding. Keine Ahnung, ob jetzt irgendwann ein Schneemonster um die Ecke kommt oder der Dicke mit dem Schal. Wie hoch der geht. Ich habe jetzt gerade erst gedacht, das ist der Nachthimmel, aber. Ne, das ist der Berg. Ja. Ich vermute ja, dass es da irgendwann mal noch reingeht, vielleicht oder da auch irgendwie hoch und Fallschirm springen und ist so geil. Also, ich höre da in Ferne irgendwas. Ich gehe mal hier an der Seite lang. Ich hab mir doch gerade gedacht, ja, das ist irgendwie so eigentlich kein Weg, aber ja, wer ist? Da unten in der Klippe steht ein Reh, aber ich hab dann keinen Bock, das zu holen. Ich würde jetzt gerne mal gucken, ob es hier irgendwo eine Eiferhand gibt. Ja. Steht mal schon. Frage ist bloß, wie weit müssen wir noch? Ich muss erstmal wieder meinen Stock zünden. Schon wieder. Also mir zeigt kein Close mehr an meinem Stock, aber ich kann den anzünden. Ja, das ist irgendwie Zeit-Update 0.56. Also so wie ich dich sehe, gibt es hier keine Alpha-Wand. Doch, ja. Ja, aber irgendwo. Man kann schon mal weit ins. Aber hier sieht man schon, ne? Oh, haben sie schon weniger Oh. Hilfe! Hilfe! Was sind du? Hier oben! Ach. Wir haben sie schon mit da an der Kante ging es nicht weiter. Mit Texturen ist halt hier jetzt schon gespart. Ich meine, im Normalfall man hat hier oben nichts zu suchen. Aber. Alter, man kann ja, wir müssen ja was bauen. Ich sag halt, ne, dadurch, dass es das Schneegebiet gibt, irgendwas müssen die Entwickler sich ja dabei gedacht haben, dass hier auch irgendwas storytechnisch ist. Oder es wird halt erst eingebaut. Mein Haus bauen wäre halt unkrass, ne? Kannst du über die komplette Insel gucken. Aber da musst du halt auch die ganze Zeit. Ja, das ist jetzt also. Das hier jetzt mal tagsüber. Halt. Da unten chillt einer. Das sieht eher aus wie. Ja. Was? Kleine Schlucht. Mach bitte nicht solche Geräusche. Was denn? Ich denke jedes Mal, jetzt ist sie gleich tot irgendwo am Abgrund. Könnte sein. Ach, ja, wie ein Profi. Perfekt für eine Base hier.
Wo bist denn du? Komm runter. Ich muss jetzt mal im Haus. Du musst hier runterkommen, das sieht geil aus. Ja, oder? Ich muss jetzt mal vier Feuer im Haus machen, dass du im Haus nicht erfrierst, aber. Ich würde hier unten an dem. Alter, ich musste. Alter. Bitchen? Ihr seht hier, ich mache ganz kleine Tippschritte. Also im Real Life würde ich es nicht nachprobieren, aber es funktioniert mit so kleinen Tippelschritten im Normalfall. Ihr müsst halt geübt sein. Alter, geil. Den war definitiv ein bisschen kalt. Zu Besuch bei den Wollnies. Die kommt gut. Ich speichere mal. Okay, Ich also glaube, wenn ich jetzt. ich kann noch aus meinem Waterskin trinken. Das ist noch nicht gefroren. So. Irgendwie dauern die Nächte ganz schön lange. Also hier im Schneegebiet auf jeden Fall. Kommt mir zumindest vor. Aber ich sehe ja auch nichts. Ich höre auch nicht viel. Ich habe noch keinen Schrei gehört, seitdem wir im Schneegebiet sind. Okay, ich drehe. Aber pur. Aber wie gesagt, ne? Die Ureinwohner haben ja auch nie Sachen an. Jetzt habe ich einen Schrei gehört, der klang aber eher hier so unten aus dem Tal. Hier holen wir das. So. Mal gucken, ne? Sag das so recht. Man muss einfach stehen bleiben, da macht er so kleine Doppelschritte. Total smooth. Ist auf jeden Fall eine heiße Quelle hier. Und es wird Tag. Gute Zeit. Oh, ein Wasserfall. Tja, das ist ja ein kleines Flüsschen. Aber Ich habe ja irgendwie noch gedacht, dass hier mal irgendwo ein Höhleneingang ist oder so. Irgendwas, was wir noch nicht kennen. ich schaff's eigentlich, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach nur eine Landfläche Wenn ist. du die Map aufmachst. Alter, hier. Da war ein Höhleneingang. Da vorne? Ja, das weiß ich. Ja, da ist schon eine ganze Ecke weg von uns. Aber sind denn wir? Also ich denke, dass es vielleicht hier doch noch nichts Sinnvolles gibt, weil du siehst ja, auf der Karte zeichnet sich auch nichts ein. Hier war jetzt auch nichts Sehenswertes bis jetzt, aber. Ey, kommen die Zwillerchen sahen schon lustig aus. Ja, die sahen cool aus. Cool ist, wenn hier die Windböen über den Schnee pfeifen, das sieht cool aus. Und die Schneeverwirbelungen. Bin ich ja die ganze Zeit kalt und nass. Muss so langsam irgendwann trocken sein. Hab schon auch gedacht, sobald mein Feuer ausgeht, you are cold and wet. Das war das erste Wildschwein, was ich mal gesehen habe, das einen Schritt gemacht hat. Alle anderen Wildschweine habe ich entweder liegen sehen oder im Kopf. Aber Haut gibt's von den Kähnen, ne? Nee, leider nicht. Aber da habe ich das Fleisch wieder nicht gekriegt. Das ist doch schon wieder irgendwas buggy. Aber irgendwie habe ich das immer noch so gefühlt, dass es das bestimmt irgendwann kommt, dass man die auch häuten kann und ja. Also, was ich Wahrscheinlich mir da. extrem sehr wünsche, ist, dass man Waschbären häuten kann und kann sich daraus eine Mütze basteln. Ja, aber das sind wahrscheinlich so Sachen, die ich alle irgendwann noch vermute, dass das alles irgendwann noch kommt. Dass man sich halt hier fürs Schneegebiet mehr Klamotten craften kann und all sowas. Ja, nur Rehe ist halt ein bisschen dürftig, ne? Apropos Rehe. Drüber geschossen. Apropos Reh, siehst du schon wieder eins? Ja. Ich sehe es auch.
Also nicht unser Ernst. Vor allen Dingen habe ich zwei vergeigt. Genau. Ah, jetzt im Hinterkopf. Hast du deinen Speer wieder mitgenommen? Ja. Heute Der du das, rollt. heute du das mal. Ja, ich habe mir ja zwischendrin zwei neue gecraftet. Du ruckelst wieder. Alter. Ein bisschen rumgebacken. Ja gut, bei uns an der Base spawnen ja auch Rehe. Da brauchen wir ja den Kopf nicht von hier mitschleppen. Aber im Kopf, wir brauchen den Milchschweinkopf. Bräuchten wir einen. Ja, wir sind ja immer noch an der Kante zum... Ich geh mal kurz gucken. Mietz, 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 mietz. Diese riesengroßen freien Wiesen, ne? Langlaufen habe ich immer so im Hinterkopf, wie das aussieht, wenn hier unten ein Baum kippt. Immer so zwei Virginias auf den Hinterrädern auf mich zukommen. Da hast du wohl Erfahrung mit. Ja. Aber das war dichter bewaldet und die sind plötzlich aufgetaucht. Oder in der Nacht aufgetaucht, nachdem ich gesagt bekommen habe, ey, hier ist eine Virginia. Schneehasen im Hellen sehen die ja total geil aus. Was passiert denn, wenn wir stehen hier? Ah, okay. Was? Wen? Ich habe jetzt gerade probiert, was passiert, wenn ich so einen Schneehasen ins Grüne treibe. Aber er bleibt ein Schneehase. Ja. Was gedacht, das ist ein Chameleon oder was? Na, hätte ja sein können, aber darf immer braun. Dass der quasi biomabhängig ist oder was? Ja. Okay. Ich hab grad mal noch einen Reh geschlachtet. Ja, da unten müsste noch irgendwo ein Speer von mir liegen. Aber Wildschweine gibt's gar nicht so oft. Schreier. Aber die kommen nur ein Stück ins Schneebiom reingerannt. Ah, oder doch? Vordrängen. Was? Ja, wie er sich gleich wieder vordrängen hat. Wenn das mal irgendwann hier noch Blutspritzer gibt auf dem Schnee. Das wäre nice. Ja, Wildschweine sind wirklich seltener. Yep. Gut, wobei bei Rehe hast du halt auch so Ecken, wo die spawnen und Ecken, wo okay, ne spawnen. Ich hab Angst gehabt, dass ich mit dem Speer erwische. Heute du, ich kann Ecke Fleisch mitnehmen. Ja, ich kann bestimmt auch keins mehr tragen. Kennt more. Und dann ist es weg. Okay. Aber normalerweise lacht es doch dann immer daneben. So war mir auch, ja. Hatte ich zumindest gedacht. Okay. Was? Na, das ist ja so ein bisschen kleiner grüner Fleck. Quasi zwischen den. Flexion für eine Base. Denke ich mal, ruhig, wieso? Aber hier ist nichts. Ja, wir hier. Guck mal, wir sind ganz oben rechts jetzt auf der Map. Da ist eigentlich gar nichts generiert. Mir fallen bestimmt gleich Bilder aus der Welt. Ich denke, das sind alles noch so Sachen, da ist noch gar nichts für vorgesehen. Und storytechnisch denke ich, muss man auch nicht hier hin. Also Fakt ist, die Insel ist noch ein ganzes Stück größer. Die geht hier hinten ja, noch. Ich denke, hier kann noch einiges an Updates kommen, ja, was das Spiel immer wieder noch interessanter macht. So schön ist. Hier kannst du Base bauen. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn wir bei Tag 100 sind oder so, und es wirklich ein bisschen tricky wird, dann können wir hier hinten einfach ein Temporary Shelter hinbauen. Ich denke, hier brennt nichts an.
dort sogar den Ureinwohnern zu doof sein, ein bisschen hinunterzukommen. Ah, wobei, haha, wie ich sage, kommt einer angerannt. Hallo! War das ein Stein oder ein Speer? Ein Stein. Hallo! Ich bin ein Bambi. Der war aber schon mal... Die war aber schon mal warm. Die hat mich ignoriert. Die Sau. Die hat sich schon mal ein bisschen warm gemacht. Warum habe ich, wenn ich die Holzschlaggeräusche? Also, wenn ich... Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ja, ich will mal was probieren. Jetzt kannst du. Geht nicht an. Also, ich habe jetzt drüber geschlagen, ich bin noch an ihr angeeckt, aber die sind schon angebrannt. Der rollt das weit. Alter, jetzt ist hier gerade genau ein Rabe auf der gelandet. Eine stinkende Leiche halt. Gut, also der Kopf ist bis ins Wasser gerollt. Hier ist der nächste. Ja, drei. Die nächsten. Dass du immer von rechts ranlaufen musst, wenn ich kämpfe. Ja, dann nehme ich die anderen zwei. Ah, der hält ganz schön was aus, ey. So, was? Hier würde sich fast ein Feuer lohnen. Was ist denn der hier? Maulwurf oder was? Nee, das ist die, wo ich den Kopf abgeschlagen habe. Ja, aber die warum guckt denn bei der bloß der Arsch raus? Nee, bei mir guckt alles raus. Soll ich dir das mal anbrennen? Ich hab probiert, ob es damit ging. Willst aber nicht nochmal mit dem Stick probieren. Die Noten? Drüberschlagen. Drüberschlagen? Mhm, genau. Drüberschlagen. Drüberschlagen. Ja, die schwarze brennt nicht nochmal anscheinend. Doch. Ah. Alles gefixt. Dass man da keine Geldscheine drauflegen kann. Aber ich habe immer noch keine Münzen. Was ja aber irgendwie anders ist. Ja, also um das kurz zu erläutern. Vor Beginn dieser Aufnahmesession in Richtung Schneegebiet. Was wirfst du hier Flasche herum? Kann man so. Habe ich mich ausgerüstet mit Trinken, Essen etc. Und hab erschreckt festgestellt, dass ich Münzen gefunden habe. Und meine aktuell habe ich 77 Münzen. Und ich weiß aber auch nicht woher. So. Okay, der Inner hat dich gebrannt, egal. Alter, nicht ernst, oder? Mal anbrennen oder einfach taktischer Rückzug? Taktisches Weitergehen. Da hinten sehe ich am Horizont Richtung Strand irgendwie. Ja, das sieht komisch aus. Das habe ich gerade schon mal ein bisschen genauer beäugt. Ja. Entweder ist es ein großes Totem oder es ist so eine Plattform. Aber das werden wir uns auf jeden Fall angucken. Plattform? Naja,
ja, hier so eine Feste von denen. Alter, das ist eigentlich hier. Ah, hier hinten kommt schon wieder einer über die Wiese gerannt. Affenzahn, ey. Zwei. Dreier. Aber der erste hatte ganz schön, hat ihm das Flieger und alles gemacht. Hinter dir. Okay, das sind vier. Also ich glaube, Strände allgemein sind extreme Hotspot. Mal kurz hier essen. Trinken. Das erste Mal mit dem Katana, dass ich ihn hier im Anrennen temporisch eingeschätzt habe und in den Hit gegeben habe. Ja, auch cool. Wegen der Thermik sind die Federn so schnell hochgeflogen. Du bist ein Weichei, der rennt weg. Gibt's eigentlich irgendwo eine Statistik, wo steht, wie viele wir schon getötet haben? Nicht der Schuster, wäre aber sehr interessant. Alter, das ist so ein geiles Totem. Ja, soll ich dir das Problem erklären? Genau das. Warum geht der Weg genau bis zum Strand? Hier sind Pakete gelandet. Ah, Computerersatzteil, genau. Das, was du brauchst auf einer einsamen Insel. Naja, wenn hier so ein FedEx-Shipper baden geht. Wieder hat's gefingelt. Und läuft schon wieder in der Einsamkeit am Strand. Schöne Landschaft hier. Ob der mich sieht, wenn ich dran vorbeisneake? Da kommt noch einer. Wenn wir jetzt so an dem vorbeigelaufen wären, da hätte ich vor der nächsten Virginia keine Angst gehabt. Alter. Der war ja voll im Turnmodus gerade. Die. Ungesunde Nackenhaltung. Alter, komm mal ran auf den Meter. Der Mischling zwischen dem Aua-Einwohner und dem Kinderofen. Die hat auch so eine komische Nackenhaltung wie der hier. Ja. Ist ja nicht gesund. Das mit den Vögeln ist auch noch ein bisschen irritierend. Ich hab mich auch noch an den Strang gewöhnt. Von hinten. Gerade die Map offen, also wir laufen hier. Wir laufen gerade außerhalb der Map. Huch. Alter. Das ist bestimmt hier so wie eine Umkleide eigentlich für die. Das ist so Backstage-Bereich. Nimmer. Puh. Ein Schwein. Ich hab gedacht, was ist denn das für ein... Was? Ja. Du hast mir noch einen übelsten Hit gegeben. Ich hab erst gedacht, was ist denn das für ein komischer Stein? Dann hab ich gedacht, alles klar. Ist bestimmt eine Schildkröte. Eine Landschildkröte. Und dann hat sich's bewegt. Ich hab auch erst überlegt. Über Item. So, ich würde sagen, wir haben es aus dem Schneegebiet geschafft. Wir haben ein paar neue Landschaften gesehen. Wasser ist hier unten immer noch buggy. Oh, wenn es nicht viel war. Und
Ob wir wieder zurückfinden oder nicht, gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ich weiß schon wieder nicht, wo der Hansi ist. Hier ist er. Riech mal. Ja. Ja, bis dahin, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen und oder ein Abo dalassen. Und ich hoffe, wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.